So. So wunderbar. Das heißt, ich sage schon mal Hallo an alle, die so pünktlich waren, dass sie jetzt hier schon dabei sind. Wir freuen uns, dass alle sich die Zeit nehmen, quasi mittags sich dazuzuschalten zu diesem, wir nennen es mal Art Lunchtime-Event, jetzt nicht für die Diskussionsteilnehmenden, die hier vorne auf dem Podium sitzen dürfen und müssen. Wir essen kein Mittagessen, wir erlauben aber natürlich allen anderen, die in Anführungsstrichen nur zuhören, gerne dabei noch etwas zu essen oder sich sonst was zu genehmigen in der Mittagspause. Wir freuen uns, dass alle die Zeit genommen haben, heute hier dabei zu sein. Ich freue mich, dieses Event moderieren zu können. Einige von Ihnen waren heute tagsüber, heute vormittags ja schon bei uns oder heute Nachmittag im Rahmen des größeren Workshops, den wir hier veranstalten. Dafür noch ganz kurz ein bisschen Mini-Schleichwerbung sei gestattet, weil das das Ganze ja irgendwie auch ermöglicht hat. Das ist im Rahmen eines Forschungsprojektes, finanziert vom Forschungsministerium im Rahmen der FONA Nachhaltigkeitsstrategie, ein dreijähriges Forschungsprojekt zur Frage: What is the future of fossil fuels in times of greenhouse gas neutrality? Also wo geht es irgendwie hin mit den Fossil Fuels? Interessanterweise war unser Akronym FFF, also FFF quasi, das wir 2017 bei der Antragstellung damals gegründet haben. FFF verbinden viele jetzt irgendwie mit einer Organisation, die sich später noch vorstellen wird, die deutlich bekannter geworden ist als unser Projekt. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass wir hier die Ergebnisse am heutigen Tag diskutieren können. Und wir haben uns überlegt, dass wir zur Mittagspause von dem englischsprachigen Format abweichen wollen und stattdessen eine Podiumsdiskussion machen wollen zum Thema nach der Bundestagswahl. Wie geht es weiter mit der Klima- und Energiepolitik in Deutschland? Und dafür würde ich gleich noch die einzelnen Teilnehmenden vorstellen. Ich stelle mich auch noch einmal ganz kurz vor, das habe ich am Anfang vergessen. Mein Name ist Paul Jui, ich bin Professor an der Europa-Universität Flensburg, aber auch assoziiert mit der TU Berlin und dem DEW Berlin und freue mich, das hier moderieren zu können und versuche das möglichst objektiv auch zu machen. Und wir haben bewusst für diese Veranstaltung keine Personen der politischen Parteien aktiv eingeladen, da diese Woche ja mit verschiedensten Koalitionsverhandlungen beschäftigt sind oder darauf warten, dass sie in die Gespräche mit einsteigen dürfen. Und haben stattdessen andere Personen mit in der Runde eingeladen, wo wir der Meinung sind, dass die interessante Aspekte damit reinbringen könnten in die Diskussion. Und zwar ist das einmal Professor Dr. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die insbesondere auch mehr die Forschungsperspektive vertritt und auch in dem Forschungsinstitut mit dabei ist, wo wir das Projekt den ganzen Tag durchführen. Und die neben ihrer Abteilungsleitungsfunktion im Bereich Energie, Verkehr, Umwelt auch noch Professorin ist an der Leuphana-Universität. Und neben Frau Kempfert haben Sie dann noch Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe, stellvertretende Geschäftsführung in der Deutschen Umwelthilfe, die sich mit verschiedensten Bereichen beschäftigt, aber insbesondere auch CO2-Minderung im Straßenverkehr, aber auch Gebäudeeffizienz, das heißt ein sehr weites Gebäudespektrum. Und dann vielleicht inhaltlich nicht immer auf einer Linie, aber dann quasi auch im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr freuen wir uns, Herrn Dr. Kurt Christian Scheel dabei zu haben, Geschäftsführer im Geschäftsbereich Politik und Gesellschaft vom Verband der Automobilindustrie. Vor dem VDA war er auch beim BDI, das heißt, er kennt die Industrie. Aspekte schon seit längerer Zeit und ist dort für verschiedenste Fragen zuständig, unter anderem aber eben auch Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit. Und dementsprechend hat er wahrscheinlich auch gewisse Aspekte, die er einbringen kann, wie es dann weiter vonstatten gehen soll. Dann vorhin schon erwähnt, Fridays for Future, FFF quasi, ist auch mit vertreten, Carla Rehmzma als Sprecherin für Fridays for Future, den meisten Leuten wahrscheinlich bekannt durch die diversen Auftritte, unter anderem durch die Demonstration von über 600.000 Teilnehmenden jetzt erst kurz vorm Wochenende, wo wir interessiert sind an ihren Meinungen dazu, wie jetzt die Zukunft aussehen sollte in Deutschland aus der energie- und klimapolitischen Perspektive. Und last but not least freuen wir uns dann noch Tillmann Schwenke begrüßen zu können, Leiter vom Geschäftsbereich Strategie und Politik vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Das heißt hier wahrscheinlich insbesondere zum Thema Energie. Sie können natürlich auch zum Bereich Wasser was sagen, aber Sie kommen ja auch aus dem Bereich der Windindustrie. Das heißt, haben da Ihre einschlägige Erfahrung gesammelt und wir freuen uns, dass Sie alle jetzt diese Expertise hier einbringen. Bevor ich jetzt gleich allen die Möglichkeit gebe, mit einem kurzen Eingangsstatement reinzugehen, würde ich noch mal kurz die Regeln erklären, sage ich mal, für die bisher knapp 60 ZuschauerInnen, die wir irgendwie digital schon haben. Wir haben uns bewusst für ein Webinar entschieden, nicht weil wir Leuten nicht trauen, aber weil es manchmal einfach leichter ist, dann in einer kleinen Gruppe nur 6 Kameras anzuhaben, bevor wir dann 50 Videos sehen und nicht genau sehen, wer jetzt genau gerade spricht. Deswegen haben alle anderen leider nicht die Möglichkeit, ihre Videos anzumachen oder zu sprechen. Sie haben aber die Möglichkeit, über die Q&A-Option
Fragen einfach zu posten. Entweder Fragen an alle, Fragen an bestimmte Personen, wie auch immer Sie das wollen, das können Sie einfach da stellen. Die poppen dann bei uns auf und ich werde die dann an bestimmte Personen immer richten oder auch manchmal bündeln, wenn die thematisch zusammenpassen. Das heißt, das können Sie gerne immer machen. Einige haben die Funktion vorher auch schon genutzt, haben uns Fragen geschickt über Twitter oder andere Kanäle. Insofern sei dies nochmal gesagt. Wir haben uns zudem auch noch entschieden, die Veranstaltung aufzunehmen. Hoffe, dass das für alle okay ist. In der Kamera aufgenommen werden ja eh nur die 6 Personen, die jetzt hier gerade im Bild sind. Das heißt, alle anderen werden nicht gesehen und können trotzdem einfach ihre Fragen stellen. Die Fragen können Sie anonym stellen oder verbunden direkt mit Ihrem Namen oder Ihrer Organisation. Das ist Ihnen auch freigestellt. So viel erstmal von mir schon mal als Eingangsstatements und dann würde ich quasi erstmal übergeben in die Runde, dass jede Person die Möglichkeit hat, ein kurzes Eingangsstatement zu machen von dem, was sie sich erhofft, was in einem möglichen Koalitionsvertrag von welcher Partei auch immer dann dort hineinwandert. Und als erste Person möchte ich gerne Claudia Kempfert das Wort geben, da sie quasi teilweise auch mit Schirmherrin dieser Veranstaltung ist. Claudia. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke, Paul Yu, und danke auch, dass ich heute Nachmittag kurz dabei sein darf. Gratulation zu dem tollen Workshop, hochinteressant. Ja, was erhoffe ich mir? Ich glaube, da kann ich vier kurze Punkte nennen. Das erste ist ein deutlich schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien. Das Ausbautempo von erneuerbaren Energien muss mindestens verdreifacht werden, wenn nicht sogar noch weiter erhöht werden, um die Klimaziele zu erreichen. Dann muss der Kohleausstieg vorgezogen werden. Das wären meine ersten Punkte. Als zweites muss im Bereich der Verkehrswende vor allen Dingen auch sehr viel stärker adressiert werden, dass wir einen Umstieg brauchen hin zu mehr Elektromobilität auf die Schiene und auf die Straße. Ein Ausbau der Ladeinfrastruktur wäre hier sehr, sehr wichtig. Auch eine Reform der Steuern und Abgaben, um eben hier auch zu adressieren, dass fossile Energien teurer werden und die anderen nicht weiter benachteiligt werden. Dritter Punkt finde ich wichtig, auch im Gebäudeenergiebereich mehr zu investieren in die energetische Gebäudesanierung, hier die finanziellen Mittel zu erhöhen, ist auch wichtig. Ich weiß, dass die Parteien das auch adressiert haben und da auch vermutlich auch einen Konsens finden können. Der vierte Punkt betrifft die Industrie. Da brauchen wir eine deutlich schnellere Transformation. Darum muss es gehen, auch den grünen Wasserstoff zu adressieren, zu fördern und beispielsweise auch über Carbon Contracts for Difference die Möglichkeiten zu schaffen, dass die Industrie investiert in eine Transformation der Energiewende und in Klimaschutz. Und das finde ich die wichtigsten Punkte, die auf jeden Fall hineingehören. Ich will auch noch erwähnen, wir haben ja vor der Bundestagswahl auch eine Untersuchung gemacht, dass die einzelnen Parteien mit ihrem Wahlprogramm allesamt nicht die Klimaziele erfüllen, aber die Grünen relativ weit rankommen, auch die Linken. Jetzt ist die FDP dabei, höchstwahrscheinlich an einer Regierungskonstellation. Da ist man weit weg von den Erreichungen der Klimaziele. Insofern gibt es da die größten Hindernisse oder auch der größte Weg, glaube ich, der da überwunden werden muss in einer Koalition. Und ich da einfach hoffe, dass man da in einer möglichen Koalition, die da kommt, auch wirklich adressiert, dass wir weiterkommen in Richtung Energiewende und Klimaschutz im Allgemeinen. Danke. Wunderbar, vielen Dank. Dann würde ich gerne als nächste Person Herrn Scheel die Möglichkeit geben, sein Statement zu geben, insbesondere auch, weil Herr Scheel der Erste war, der pünktlich da war. Insofern muss man das auch mal belohnen. Insofern, Herr Scheel, Sie haben das Wort. Ja, danke schön. Wenn das der Preis der Pünktlichkeit ist, dann bin ich gerne pünktlich. Zur Bundestagswahl. Aus unserer Sicht ist die Bundestagswahl Ausgangspunkt für intensive Diskussionen, wie Klimaschutz tatsächlich politisch gestaltet werden kann in unserem Land. Der Wahlkampf hat ja auch gezeigt, welche Bedeutung dieses Thema für die Menschen hat. Insofern gehen wir davon aus, dass wichtige Weichen gestellt werden, damit das Ziel der Klimaneutralität, das wir ausdrücklich teilen, auch erreicht werden kann, auch und gerade im Straßenverkehr erreicht werden kann. Unsere Unternehmen stellen den Hebel um. Sie investieren massiv in den nächsten 4 Jahren über 150 Milliarden Euro in Elektrifizierung, Digitalisierung, neue Antriebe, um hier auf diesem Weg schnell voranzukommen. Schon jetzt sind über 1/4 aller Fahrzeuge bei den Neuzulassungen elektrisch. Im letzten Monat waren es 28%. Und
Das ist ein Anstieg über das letzte Dreivierteljahr vielleicht, der wirklich beeindruckend ist. Wir gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung sehr dynamisch so weiterentwickeln wird, weil sich im Bereich der Elektromobilität sowohl auf Kundenseite als auch auf Infrastrukturseite als auch auf Technologieseite sehr viel tut. Was brauchen wir dafür? Unsere Strategie hat drei Säulen. Erstens sehr schneller Hochlauf der Elektromobilität. Den werden wir sehen müssen. Dafür braucht es die Rahmenbedingungen. Zweitens, wir brauchen aber auch die erneuerbaren Kraftstoffe. Die dürfen wir nicht vergessen. Es gibt weltweit 1,5 Milliarden Verbrennerfahrzeuge im Bestand. Die werden noch einige Zeit auf den Straßen herumfahren. Und auch die müssen ihren Beitrag zur Klimaneutralität leisten. Und das funktioniert nur über erneuerbare Kraftstoffe. Und auf der Instrumentenseite sehen wir eine wichtige Rolle für das Thema CO2-Preis. Wir sehen aber auch eine wichtige Rolle für das Thema Infrastruktur, insbesondere Ladeinfrastruktur. Das ist ein ganz zentrales Hemmnis, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und weltweit. Da müssen wir wesentlich schneller und ehrgeiziger werden, um Elektromobilität hier auch nach vorne bringen zu können. Und wir sehen auch das Thema Ökostromausbau, denn Elektromobilität macht natürlich keinen Sinn klimapolitisch, wenn man Braunkohlestrom in sein Elektroauto lädt. Das bedeutet konkret, was sind unsere Erwartungen an die Politik? Wir formulieren immer die 3 I. Investition, Innovation und Infrastruktur. Investition einmal der Branche. Dafür brauchen wir natürlich auch Rahmenbedingungen. Wir müssen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denken, die teilweise requalifiziert werden müssen, die sich neu orientieren müssen. Deswegen sind Investitionen auf allen Ebenen hier sehr wichtig. Wir brauchen weiter einen starken Push für Innovation, für modernste Antriebe, für noch mehr Energieeffizienz, für mehr Ökostrom, auch für Netzdienlichkeit dieser Fahrzeuge, um hier wirklich die Effizienzpotenziale, die Klimaschutzpotenziale der Technologie Elektromobilität wirklich heben zu können. Und letzter Punkt, letztes I, die Infrastruktur. Ohne eine Infrastruktur zum Laden, aber auch eine Infrastruktur, um den Strom sinnvoll erzeugen, verteilen, speichern, allozieren zu können, können die Effizienzpotenziale der Elektromobilität nicht gut behoben werden. Auch das ist aus unserer Sicht ein ganz zentrales Thema, was im Detail sehr komplex ist zu regeln. Dazu kommen wir vielleicht auch gleich noch in der Diskussion. Hier brauchen wir die richtigen Rahmenbedingungen, um da auch so schnell wie es geht vorankommen zu können. Vielleicht so viel als Input erstmal von meiner Seite. Vielen Dank. Wunderbar, okay, vielen Dank, Herr Scheel. Dann würde ich als nächste Person Frau Rehns mal bitten, die Position von Fridays for Future vorzustellen. Hi, genau. Nach dieser Wahl wird hier gerade ganz viel darüber gesprochen. War das jetzt eine Klimawahl, war das keine? Viele Leute messen das irgendwie am Wahlergebnis der Grünen, weil anscheinend sozusagen nur die Grünen Klimapolitik machen können. Und da muss man so aus unserer Perspektive auf jeden Fall erstmal zurückgucken. Ja, die Grünen haben eines der ambitionierteren Wahlprogramme. Allerdings haben wir einen Wahlkampf erlebt, in dem alle Parteien sich zu 1,5 Grad bekannt haben, innerhalb der letzten 8 Monate ungefähr. Dass 6 Jahre nach der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens das jetzt erst kommt, dass sich alle demokratischen Parteien dazu bekennen, auch wenn die Maßnahmen zur Umsetzung noch fehlen, war natürlich ein Schritt, der diesen Wahlkampf total bestimmt hat, weil alle Parteien damit irgendwie werben konnten und klar war irgendwie, okay, man kommt um dieses Thema nicht mehr drum herum, wenn man als demokratische Partei ernst genommen werden will. Was jetzt allerdings anfangen muss, ist die Umsetzung und die muss, wenn wir 1,5 Grad konform bleiben wollen, radikaler sein als in allen den bestehenden Programmen. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt irgendwie, wenn sich eine Koalition aufstellt, wir schustern ein bisschen aus den Maßnahmen was zusammen und haben dann am Ende weniger als sozusagen einen Kompromiss, sondern müssen eigentlich nochmal komplett neu verhandeln im Bereich Klima. Das hat, glaube ich, Claudia Kempfert auch gerade schon eben sehr, sehr gut gesagt. Ich muss das jetzt nicht alles nochmal von vorne nennen. Da sind es natürlich ganz zentrale Punkte, so etwas wie der Kohleausstieg und damit einhergehend der Ausbau der erneuerbaren Energien und die wirkliche Energiewende. Gleichzeitig irgendwie einmal daran zu gehen, wie sieht eigentlich gerade unser Steuer- und Subventionssystem aus? Wir haben immer noch 45 Milliarden Euro im Jahr, die wir in fossile Energieträger an Steuergeldern stecken, beziehungsweise durch Steuererleichterungen nicht einnehmen. Da jetzt mit Steuergeldern eben die Klimakrise weiter anzuheizen, das ist was irgendwie direkt angegangen werden muss von der großen, also von der kommenden Koalition. Gleichzeitig ist klar, dass irgendwie sozusagen, ich muss das jetzt nicht alles nochmal wiederholen, denn
was braucht es eigentlich dafür? Wir sprechen eben von der Politik, die gestaltend agieren muss im Hinblick auf die Klimakrise. Das heißt, es reicht nicht mehr zu sagen, okay, wir gucken einfach mal so ein bisschen und minimalste Projekte hier, sondern wirklich so eine Transformation einzuleiten. Und dafür ist vor allen Dingen auch erforderlich, überhaupt erstmal, wie kommen wir denn gesellschaftlich dahin? Wir brauchen eine ehrliche Kommunikation über die Klimakrise, weil was wir, das haben Sie bestimmt auch alle erlebt, irgendwie in den Wahltriellen und in der Berichterstattung, die Fragen, die im Raum stehen, ist vor allen Dingen eigentlich, okay, müssen wir auf Dinge verzichten und wie teuer wird das eigentlich, dieser Klimaschutz? Darüber zu sprechen, dass das grundlegende Problem die Klimakrise ist und nicht der Klimaschutz, das ist eine Sache irgendwie, die brauchen wir in einer ehrlichen Kommunikation von politischen Akteuren, aber auch anderen gesellschaftlichen Akteuren, die dazu nochmal einen Gegenpol setzen. Denn gerade im Wahlkampf haben wir irgendwie erlebt, dass alle Klimaschutz wollen und sagen, sie möchten sich für den Klimaschutz einsetzen, gleichzeitig aber alle Klimaschutzmaßnahmen schlecht reden und sagen, nee, also Tempolimit können wir nicht machen und Kohleausstieg, also es geht auch nicht, da haben wir doch schon einen guten Kompromiss und. Und spätestens der Bereich Verkehrswende ist nochmal anders als Energiewende, da auch so einer der nächsten großen Punkte, wo wir gerade erleben, das polarisiert total stark. Die AfD hat zumindest hier in Berlin einen Wahlkampf gemacht, wo sich, ich würde sagen, ungefähr 50% der Plakate haben sich auf die Verkehrswende bezogen und darauf auf das Auto als totales irgendwie Statussymbol der Klimapolitik, aber auch irgendwie sozusagen so einer gesellschaftlichen Spaltung. Und zusätzlich sozusagen zu diesen ganzen politischen Punkten, die aufgebracht wurden, die es auf jeden Fall braucht, ist die Frage, wie können wir das gesellschaftlich schaffen? Und da ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir irgendwie sehen, wirklich eine ehrliche Kommunikation von PolitikerInnen, aber auch WissenschaftlerInnen und anderen gesellschaftlichen Akteuren rund um die Klimakrise und was heißt eigentlich Klimapolitik und die Radikalität, in der sie auf uns zukommt, wenn wir jetzt nicht konsequenten Klimaschutz betreiben. Wunderbar. Dann würde ich übergeben an Herrn Schwenke für die Position vom BDEW. Ja, auch von mir ein herzliches Moin Moin und vielen Dank für die Einladung. Das Wichtigste aus unserer Sicht ist, wir müssen Tempo machen. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, vor allem in den letzten Jahren, werden wir weder die 2030-Ziele erreichen, noch die Klimaneutralität 2045. Also die Herausforderungen sind viel zu groß, um bei diesen Trippelschritten zu verharren. Die Herausforderungen, wir brauchen bis 2030, wollen wir eine nahezu Verdopplung der Windenergie haben. Zusätzlich 100 GW PV müssen wir installieren, auf die Fläche, auf die Dächer. Wir müssen Millionen von Gebäuden energetisch sanieren und Heizung austauschen und immer grüner werden. Und schließlich müssen wir Ladesäulen und Wallboxen für mindestens 15 Millionen E-Autos in 2030 zubauen. In Garagen, im Quartier, beim Handel, beim Einkauf, Parkplätzen, überall. Das heißt, wir müssen bei diesen enormen Herausforderungen auch darauf achten, dass wir nicht in ein klimapolitisches NIMBY verfallen. Das heißt, nicht nur die Politik in Berlin, sondern auch die Landesregierungen sind gefragt, wenn es zum Beispiel um die Flächen geht, die wir nun mal brauchen für Wind und PV. Wir müssen auch die Naturschützer bewegen, beim Artenschutz einen Sprung machen, denn wir wissen selber, das ist ein Teil der Hemmnisse, ein Teil der Hemmnisse bei zum Beispiel Windausbau. Wir müssen bei der Bundeswehr überzeugen, dass es nicht weitergeht mit den Flugkorridoren, die sie einfordern, oder Flächen, zum Beispiel in der Nordsee, noch blockieren. Wir müssen aber auch mit den Verbraucherschützen zusammenarbeiten, zu sagen, es werden Kosten geben, die müssen wir gerecht verteilen. Also dieses klimapolitische NIMBY müssen wir bei allen auflösen und versuchen, mit dieser Auflösung das Tempo zu machen. Von der Bundesregierung haben wir natürlich auch große Erwartungen in Sachen Tempo. Erstens, wir müssen Tempo bei den Erneuerbaren machen. Das heißt, Beschleunigung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren. Flächen ist das große Stichwort, aber auch winzig kleine Hemmnisse in Behörden, Digitalisierung, Naturschutz, Flugsicherung. Ich habe eben schon ein paar genannt. Das sind mehrere 10, 20, 30 Punkte, die angepasst werden, um im Gesamt eine Beschleunigung bei dem Ausbau der Erneuerbaren zu bekommen. Wir müssen natürlich auch die Ausbauforderung und die Ausschreibung anheben, damit die Ausschreibung selber attraktiver sein müssen, dass wir mehr Wettbewerb in die Projekte reinbekommen. Das ist das Tempo bei Erneuerbaren. Wir brauchen ein Tempo bei der Netzinfrastruktur. Wir brauchen eine intelligente Netzinfrastruktur für den Ausbau der Erneuerbaren. Das heißt, wir müssen investitionsfreundliche Netzregulierungen haben. Wir brauchen mehr Flexibilität in den Netzen. Wir brauchen intelligente Steuerung. Wir brauchen auch endlich einen vernünftigen Smart Meter Gateway und intelligente Messsysteme. Und schließlich, wir brauchen Tempo bei der Wärmewende. Die Wärmewende wird eine ganz große Herausforderung sein in der nächsten Legislatur.
weil sie eben sehr komplex ist. Wir müssen daher vor Ort die Wärmewende ermöglichen. Wir müssen Solarthermie, Biomasse, Geothermie, Umwelt und Abwärme, Abwasser, Wasserstoff, all diese Instrumente, all diese Möglichkeiten der Dekarbonisierung der Wärme müssen wir im Auge behalten, keine ausschließen, sondern vor Ort gucken, was kann man machen, um die Wärme zu dekarbonisieren. Instrumente wie GEG, BEW, KWKG, all das müssen wir uns genau angucken, wie wir mit diesen Instrumenten unter anderem es schaffen, die Wärme zu dekarbonisieren. Und wir müssen auch zum Beispiel die EEG-Umlage senken, so schnell wie möglich, mindestens in dieser Legislatur auf null, um eben Wasserstoff und die Wärmepumpe und auch die E-Mobilität attraktiver zu gestalten. Das ist ein wesentliches Instrument für die Sektorkupplung. Und schließlich nicht nur Tempo bei der Gesamtgesellschaft in der Berliner Republik, sondern auch in Europa. Wir haben eine ultra ambitionierte Herausforderung mit dem Green Deal, mit dem Fit for 55-Projekt und mit den Vorschlägen aus Europa. Das heißt, unsere Ambitionen müssen auch die europäischen Ambitionen sein. Wir müssen da zusammen Deutschland und Europa nicht nur Fit for 55, sondern möglichst 50-65 sein. Und das ist auch eine Herausforderung für die neue Regierung. Das ist, was wir als Energiewirtschaft erwarten von der Bundesregierung. Also nochmal Tempo machen, damit wir diese Ziele auch erreichen können. Wunderbar, dann würde ich gleich nochmal übergeben als letzte Person nochmal an Frau Metz. Ja, vielen Dank. Also erstmal erwarten wir von einer zukünftigen Bundesregierung, dass sie ihre Entscheidungen auf wissenschaftlicher Grundlage trifft und dass Entscheidungen auch in den von unserem Rechtsstaat dafür vorgesehenen Institutionen getroffen werden und nicht in irgendwelchen Hinterzimmern, was tatsächlich in den letzten Jahren, in der letzten Legislatur tatsächlich auch meines Erachtens, unseres Erachtens zu stark stattgefunden hat. Was uns jetzt, und da greifen wir jetzt mal zwei Sektoren raus, im Verkehrssektor große Probleme beschert hat und auch im Gebäudesektor große Probleme beschert hat. Im Verkehrssektor sehen wir, die Emissionen steigen, die Autos werden größer, die Autos werden schwerer. Es gibt mehr davon. Also nichts von dem, was Sie, Herr Scheel, auch gerade angekündigt haben an Visionen, sehen wir faktisch heute auf der Straße. Und da wäre es natürlich tatsächlich wichtig, ganz klare Ansagen zu treffen, wie zum Beispiel der Verbrennerausstieg in Deutschland 2025 und europaweit weltweit 2030. Im Gebäudesektor, auch ein Beispiel, hat es die Gasindustrie ja auch geschafft, dass wir keinen Niedrigstenergiestandard für Gebäude bekommen haben, weder für die öffentlichen, was die EU eigentlich vorgeschrieben hat, noch für die privaten Gebäude. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass zwar die Bundesregierung selbst vor über 5 Jahren ein wissenschaftliches Gutachten hat anfertigen lassen, das ausgesagt hat, natürlich ist es wirtschaftlich, damals schon wirtschaftlich, KfW 55 im Neubau zu machen. Ja, bloß nicht dann, wenn ich eine Gasheizung da einbauen möchte. Und deswegen haben wir diesen Niedrigstenergiestandard nicht. Und deswegen stehen wir gerade im Gebäudesektor vor immensen Herausforderungen, die, wo ich mir wirklich die Frage stelle, wie sie zu bewältigen sind, wenn wir in der Richtung weitermachen, wenn ich auch sehe, was an Gasheizungen jetzt erst wieder eingebaut worden ist, im ersten Halbjahr 2021, in den letzten Jahren und wie viel Förderung da in eine völlig falsche Richtung auch von der Bundesregierung gemacht wurde. Insofern, wir erhoffen uns oder wir erwarten von einer zukünftigen Bundesregierung auf wissenschaftlichen Grundlagen Entscheidungen zu treffen. Weil es auch genannt wurde, was wir auch erwarten ist, dass man gerade in dem Zusammenhang nicht weiter auf den Wasserstoff an falscher Stelle setzt. Wir sind nicht gegen grünen Wasserstoff, im Gegenteil, wir brauchen den. Die Frage ist aber, wo soll er eingesetzt werden? Und das sind nicht die synthetischen Kraftstoffe. Jetzt sagt ja sogar Herr Dies, Herr Scheel, hatte ja vorgestern getwittert, eine schöne Liste an Dingen, die er gerne möchte. Und da erteilt er dem ja auch eine Absage. Was an der Stelle auf jeden Fall richtig ist, kommt nicht so häufig vor, dass er dies und wir einer oder ich einer Meinung sind. Also da ganz klar, genauso im Gebäudesektor, auch da hat grüner Wasserstoff nichts verloren. Da geht es natürlich darum, dass wir jetzt eine kommunale Wärmeplanungen bekommen, Niedrigstenergienetze, dass es Quartierslösungen gibt, wie die Energieversorgung dort stattfinden kann. Lösung kann nicht sein, dass wir weiter massiv Gasheizungen in die Wohnungen bringen. Mhm. Und auch noch mal ein Punkt zur Infrastruktur, weil es auch zweimal genannt wurde, dass ja die Infrastruktur für die Elektromobilität zur Verfügung gestellt werden muss.
vom Steuerzahler, sehe ich nicht so. Die Tankstellen, die draußen jetzt ihre Autos betanken, die sie verkaufen und auf die Straße bringen, die hat auch nicht die Bundesregierung bezahlt, beziehungsweise die Steuerzahler. Ich verstehe nicht, woher diese Forderung kommt. Wenn sie wirklich ernsthaft diese Autos verkaufen wollen, was sie ja alle ankündigen, dann wäre es natürlich auch super, wenn sie für die Infrastruktur an der Stelle sorgen können. Deswegen bin ich froh, dass wir als Deutsche Umwelthilfe verschiedene juristische Verfahren auf den Weg gebracht haben. Und ich denke, vielleicht bin nicht nur ich darüber froh, sondern auch Menschen in unserem neuen Parlament. Denn alleine das Vertrauen, dass diese ganzen Versprechungen, die jetzt gemacht werden, auch von der Wirtschaft tatsächlich erfüllt werden, das ist ein bisschen erschüttert, muss ich sagen, wenn ich eben zurückblicke, was alles in der Vergangenheit versprochen worden ist und was eben nicht eingetreten ist. Ein Stichwort da, wie viele Elektromobile hätten 2020 auf der Straße sein sollen. In Deutschland waren, glaube ich, 1 Million. Das ist nicht eingetreten. Und insofern denke ich, dass es eben wichtig ist, dass diese juristischen Klagen auf den Weg gebracht worden sind und dass wir damit vielleicht auch das Tempo, Herr Schwenke, das Sie die ganze Zeit auch nochmal angesprochen haben, dass wir das tatsächlich auch hinbekommen, weil da wird nämlich ganz deutlich gezeigt, wie viel CO2-Budget hat Deutschland noch, wie viel CO2-Budget hat beispielsweise VW, BMW, Mercedes oder Wintershall und was sind dann die konkreten Konsequenzen daraus. Ja. Wunderbar, dann danke ich vielen erstmal. Genau, wir haben insgesamt nicht ganz so viel Zeit. Ich habe jetzt alle trotzdem ausreden lassen, um es auch fair zu lassen und sowas. Ich bitte bei den nächsten Sachen, dass wir uns dann relativ kurz immer und prägnant zu den verschiedenen Antworten dann beziehen. Ich habe jetzt zusätzlich mir irgendwie auch noch so ein Buch geholt, was ich dann immer hochhebe. Das ist dann so die Karte, dass ich bitte Leute irgendwie zeitlich ein bisschen zum Ende zu kommen. Nochmal die Anregung an andere Leute, die Fragen im Chat zu stellen. Sich nicht wundern, die sehen die anderen Teilnehmenden jetzt noch nicht, sondern die sehen jetzt quasi nur wir im Forum. Ich werde die Fragen dann immer rauspicken, den Leuten stellen und danach werden die dann auch sichtbar gemacht. Aber das heißt, weiterhin die Einladung an alle ZuschauerInnen, immer wieder Fragen zu stellen, schriftlich und so weiter und so fort. Ich würde jetzt gleich mit der ersten Punkt an Herrn Scheel gehen, weil er einmal jetzt in einer Frage direkt angesprochen wurde, von Frau Metz jetzt gerade auch nochmal direkt adressiert wurde. Das eine war ein Kommentar zu einem Tweet von Herrn Dies, dem Chef von VW, der, glaube ich, gestern abgesetzt wurde, der in der langen Liste von Forderungen ist und da quasi die Frage, ich weiß nicht, ob Sie den Tweet kennen, aber ob Sie quasi mit dem, was er da grundsätzlich, ob das Position des VDA ist und auch noch so diese Frage, wo sehen Sie denn die Rolle von Wasserstoff aus seitens des VDA, ist das was, wo Sie quasi eine klare Position haben und gleichzeitig auch die Frage, was ist mit dem Verbrenner, brauchen wir den noch oder brauchen wir den nicht mehr? Möglichst klare Antworten gerne. Das mache ich sehr gerne. Natürlich kennen wir den Tweet, denn die Diskussion ist natürlich eine, die wir sehr intensiv und sehr intern führen. Und was das Thema Wasserstoff betrifft, haben wir ein klares Bild. Natürlich ist Wasserstoff, gerade grüner Wasserstoff, derzeit sehr wertvoll. Economies of Scale sind gerade bei dieser Technologie natürlich in erheblichem Umfang möglich. Und es ist in erheblichem Umfang möglich, mit grünem Wasserstoff erneuerbare Energien zu speichern und zu transportieren, die da erzeugt werden, wo sie erzeugt werden können, ohne dass es eine entsprechende Nachfrage gibt, wo der Wind häufiger weht, die Sonne häufiger scheint. Und es ist ja gerade Porsche zusammen mit Siemens Energy, die in Patagonien gerade eine Anlage aufbauen, die in erheblichem Umfang aus erneuerbaren Energien Wasserstoff und E-Fuels erzeugen. Wir glauben, dass das eine Technologie ist, die man skalieren kann für bestimmte Anwendungen. Das muss man sich sehr genau angucken. Für den PKW ist das sicherlich nicht die Zukunftstechnologie. Im PKW gilt die ganz klare Priorität und das wird in der ganzen Branche so gesehen, die ganz klare Priorität auf der Elektromobilität. Ob es dann in bestimmten Anwendungen in kleinen Bereichen über die Brennstoffzelle im PKW Wasserstoffbedarf, Brennstoffzelle ist ja auch Elektromobilität, ist eine andere Frage. Wasserstoff-Brennstoffzelle werden wir aber definitiv brauchen im Schwerlastverkehr, um hier die entsprechenden Reichweiten, die entsprechenden Transportkapazitäten, gerade auch wenn wir an die weltweite Perspektive denken. Natürlich kann man auch im Schwerlastverkehr über batterieelektrische Mobilität nachdenken. Das tun die Unternehmen auch. Aber die Infrastrukturanforderungen sind da natürlich noch mal sehr viel anstrengender als beim PKW auch schon. Und deswegen glauben wir, dass Wasserstoff, dass grüner Wasserstoff gerade in diesem Bereich seinen festen Platz hat und auch gerade in Betrachtung der globalen Perspektive, wir wissen ja auch, was in Japan diskutiert wird, was in China diskutiert wird, seine Rolle spielen muss und auch spielen wird. Und Verbrenner aus für quasi normale PKWs, was spricht denn dagegen, dass man ein klares Enddatum, auch um Investitionssicherheit zu schaffen für alle Beteiligten?
Naja, das eine sind Innovations- und Wettbewerbsprozesse, das andere sind Verbote. Wir halten Verbote nicht für zielführend. Wir glauben auch, dass es das nicht braucht, weil die Rahmenbedingungen, wenn sie richtig ausgestaltet sind, dazu führen werden, dass sich die Elektromobilität gerade im Pkw-Bereich in den nächsten Jahren sehr schnell durchsetzen wird. Sie wird auch die Kunden überzeugen. Man darf immer nicht vergessen, am Ende sind Autos dann erfolgreich, wenn sie jemand kauft. Ja, also wir müssen die Kunden überzeugen, und wir überzeugen die Kunden nicht mit Verboten. Das wäre ja auch ein Misstrauensvotum gegenüber der Technologie, die wir ja gerade fördern wollen. Dann würde ich übergeben an Claudia Kempfert. Und zwar haben wir zwei verschiedene Fragen. Mache die gleich online, dass die Leute die auch sehen können. Die zielen so ein bisschen auf die FDP ab, dass die FDP, die ja vorhin auch erwähnt wurde, relativ wenig konkrete Klimaschutzmaßnahmen bisher hat, hauptsächlich auf den Preis setzt. Der Markt macht das. Der Preis ist aber gerade nicht hoch genug. Wir sehen aber trotzdem in der zukünftigen Regierung, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die FDP mit im Boot sitzt. Frau Kempfert, Sie sitzen oft genug auch mit Herrn Lindner zusammen in einer Talkshow-Runde. Wie kriegt man die FDP ins Boot, dass sie dann doch vielleicht zumindest einhergeht mit einer ausreichenden Klimaschutzpolitik? Ja, ist eine spannende Frage, die wir ja auch untersucht haben in unserer Studie, wo wir uns die Wahlprogramme angeschaut haben und festgestellt haben, die FDP ist sehr vage, will sehr viel auch über den Preis regeln, aber nicht nur. Da gibt es schon auch interessante Überlappungen, gerade auch mit den Grünen, was zum Beispiel auch die Elektromobilität angeht oder auch die Industriepolitik, die dort adressiert wird. Aber da ist schon noch eine Lücke, was das ganze Thema Energiewende angeht, Ausbau erneuerbarer Energien oder auch Kohleausstieg. Das könnte man ja ein bisschen überlegen, wo es vielleicht Anknüpfungspunkte gibt. Die gäbe es vielleicht beim CO2-Preis, aber der muss sehr viel höher sein als das, was die FDP sich ja vorstellt. Da ist ja die Wunschvorstellung, dass man einen Emissionshandel macht für alle Sektoren, aber der Preis soll nicht steigen. Das funktioniert aber nicht. Wenn man hohe Emissionsminderungsziele hat, muss der Preis geradezu nach oben gehen, und zwar dann auch deutlich. Das sehen wir bei den Vermeidungskosten für die Elektromobilität, die derzeit etwa bei 180 Euro pro Tonne CO2 liegen. Das sinkt kontinuierlich, das ist gut, aber bei den E-Fuels bei 440 Euro pro Tonne CO2. Also wenn man ernsthaft die FDP-Logik verfolgt, und das diskutiere ich mit Herrn Lindner in jüngster Zeit, mag er nicht mehr so gerne mit mir diskutieren, aber das klären wir noch, dass wir da dann, wenn man das will, tatsächlich auch dann ehrlich sagen muss, wenn man einen CO2-Preis will und das darüber steuern will, dann sind wir in solchen Sphären, wenn man E-Mobilität oder auch die E-Fuels, Wasserstoff-Fuels im System haben will. Und da sehe ich die größten Barrieren im Moment von beiden Seiten. Die Grünen sind da sehr viel progressiver unterwegs und die FDP dann sehr marktorientiert. Man wird sehen, ob man da irgendwie eine gemeinsame Linie findet. Ich halte das jetzt im jetzigen Stadium für nicht ausgeschlossen, aber es wird wirklich ein langer Weg. Wunderbar. Dann eine Frage an Herrn Schwenke, und zwar zielt die Frage ab, wie kann der Zielkonflikt mit dem Naturschutz aufgelöst werden, damit das Ergebnis gesellschaftlich als prozedural fair und inhaltlich sachgerecht akzeptiert wird? Also wir wollen ja irgendwie mehr Erneuerbare, wir wollen schnell Erneuerbare. Es gibt, glaube ich, keine Partei, die das nicht will, so ein bisschen. Und es gab aber auch keine Partei, die das vor 4 Jahren nicht gewollt hat, und trotzdem hat es nicht funktioniert. Wie kriegt man das hin? Ja, das ist die Gretchenfrage, aber eine der entscheidenden Fragen. Wir haben seit vielen Jahren, sind wir im engen Austausch mit den Umweltorganisationen und haben auch schon mehrere Papiere mit denen zusammen gemacht. Das heißt, im Prinzip bin ich erstmal sehr optimistisch, denn wir wollen ja das Gleiche. Wir wollen den Ausbau vor allen Dingen auch von Wind an Land beide erreichen, um die 6-7 Gigawatt pro Jahr. Und da ist das entscheidende Kriterium immer die Fläche. Und mein Plädoyer oder unser Plädoyer ist, dass wir beim Artenschutz uns genau das Bundesnaturschutzgesetz, Bundesemissionsschutzgesetz, auch beim BauGB viele Dinge genau angucken und insgesamt ermöglichen, dass wir Flächen zur Verfügung stehen haben, die natürlich nicht in den Artenschutz eingreifen, dass wir keinen Artenschutz mehr haben, sondern dass wir als Beispiel mehr auf den Populationsschutz und weniger vielleicht auf den individuellen Schutz sind. Da natürlich im Ausgleich, dass wir haben die rote Liste, wir haben gefährdete Vögel und so weiter, das werden wir alles nicht in Frage stellen. Also ich glaube, wir können da mit gemeinsamen Standards, und Sie müssen wissen, die Länder haben völlig unterschiedliche Standards. Also ein Windpark zu bauen in Hessen ist eine völlig andere Nummer als in Bayern oder Schleswig-Holstein. Und
Ich glaube, Standards, die für alle gelten, die die Vögel schützen, die den Naturschutz schützen und die Arten natürlich, ist schon mal ein Schritt, dass wir auch Klarheit und Sicherheit bei den Behörden haben. Denn was wir sehen vielerorts, ist die unglaubliche Unsicherheit, weil auch Klagen befürchtet werden aufgrund des Artenschutzes, dass im Genehmigungsverfahren vieles herausgezögert wird, nochmal Studien eingefordert werden, dass es wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt, weil diese Unsicherheit da ist. Und ich glaube, man kann mit klaren Standards diese Unsicherheit entgegnen, sodass wir tatsächlich Tempo machen können und viele Projekte haben, ohne wirklich tief in den Artenschutz einzugreifen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen uns genau die Gesetze angucken und sagen, wo ist es wirklich Individualschutz das Entscheidende und wo ist auch Populationsschutz entscheidend. Also da bin ich optimistisch, wenn sich alle an einen Tisch setzen und bereit sind, auch Abstriche zu machen. Und ich denke, dann können wir diese Flächen, die wir unbedingt brauchen, auch bekommen und zwar artenfreundlich. Dann diesbezüglich dann gleich zwei Fragen an Frau Metz. Die erste Frage, setzen Sie sich mit Herrn Schwenke dann zusammen an einen Tisch, um darüber zu bereden, oder haben Sie da eine andere Meinung? Und direkt dann im Anschluss dann die Frage, wie lassen sich energetische Sanierungen denn stark beschleunigen? Es wird ja immer davon gesprochen, wir sanieren nicht genug. Gleichzeitig haben wir soziale Wohnungsnot in Städten wie Berlin, München etc. Das muss sozial bezahlbar bleiben. Wie kriege ich das einher? Also diese beiden Fragen. So ganz grundsätzlich, wir setzen uns mit jedem, der gerne mit uns sprechen möchte und konstruktiv mit uns sprechen möchte, an einen Tisch. Es war zum Beispiel nicht unser, es lag nicht an uns, dass das Verkehrsministerium sich in der letzten Legislatur nicht mit uns getroffen hat. So viel vielleicht dazu. Zur zweiten Frage, die energetische Sanierung, wie kann man sie auf den Weg bringen? Also das ist natürlich, also es ist ein komplexes Thema, weil es geht um Neubau, es geht um Bestand, es geht um öffentliche Gebäude und es geht um private Wohngebäude. Wenn ich es mir aussuchen könnte, wie man da vorgehen sollte, ist natürlich die Mittel, die erhöht worden sind, jetzt auch schon nochmal deutlich weiter zu erhöhen, denn man muss tatsächlich sehr viel investieren, um hier auf eine Zielgerade zu kommen. Zuerst die öffentlichen Gebäude, denn da habe ich keine sozialen Härten, die berücksichtigt werden müssen. Da können Bund und Land schon mal die eigenen Gebäude betrachten, da können aber die gewerblich-öffentlichen auch betrachtet werden und hier zuerst anzusetzen. Was auch zwingend notwendig ist, dass wir überhaupt mal die Daten für unsere Bestände bekommen oder unsere Gebäude, das heißt einen Energiebedarfsausweis für jedes Gebäude und einen daran angeschlossenen Energiesanierungsfahrplan, um überhaupt auf einer Zielgerade zu verstehen, was müssen wir tun, um tatsächlich dort anzukommen, wo wir hinwollen. Aktuell wissen bestimmte BetreiberInnen überhaupt nicht, welche Energieeffizienzklasse ihr Gebäude überhaupt hat und was notwendig wäre, um das auf einen entsprechenden Standard zu bringen. Ganz grundsätzlich braucht man natürlich klimazielkompatible Standards. Die haben wir heute nicht, weder im Neubau noch im Bestand. Das bedeutet, alles, was wir heute bauen und sanieren, ist in aller Regel nicht klimazielkompatibel. Das bedeutet auch, dass die Fördermittel, die gerade aufgestockt worden sind, ins Leere laufen oder zumindest am Klimaschutz vorbeigehen. Denn da manifestiere ich natürlich Tatsachen, die ich auch vor 2050 nicht bei Gebäuden so schnell wieder auflösen kann. Dann braucht man natürlich ordnungsrechtliche Vorgaben, auch bei der Gebäudesanierung. Das heißt, die schlechtesten Gebäude müssen zuerst saniert werden. Das betrifft dann eben auch den privaten Wohnungsbereich. Da brauchen wir aber, bevor wir das machen, natürlich ein sozial kompatibles Konzept. Das wurde vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt. Wir müssen darauf achten, was ja aktuell der Fall ist, dass MieterInnen und Mieter die Kosten für die energetische Sanierung tragen und nicht nur die Kosten, sondern auch die Gewinne. Um das nochmal ganz klar zu sagen, das ist zurückzuführen auf ein sehr altes System, in dem wir uns da bewegen, nämlich eine Modernisierungsumlage, über die eben das auch auf die MieterInnen umgelegt werden kann. Und wir sehen ja auch die Preisexplosionen. Genau, also vielleicht an der Stelle, da könnte ich jetzt noch ewig lang drüber reden, aber da braucht es wirklich gute Konzepte, die schnell auf den Weg gebracht werden müssen. Und es braucht einen Stufenplan, öffentliche Gebäude zuerst. Wunderbar, vielen Dank. Dann eine Frage an Frau Remsma. Und zwar ist vorhin ja auch schon mal kurz die FDP angesprochen worden, jetzt nicht nur rein positiv. Und wir wissen natürlich alle, dass Fridays for Future nicht genau für eine Partei steht. Aber natürlich ist es so, dass bestimmte Parteiinhalte eher vereinbar sind als nicht. Und Fridays for Future von vielen Personen immer auch wahrgenommen wurde als Stimme, die für die Jugend spricht. Jetzt haben wir bei der Bundestagswahl am Sonntag gesehen, dass quasi die ErstwählerInnen die Mehrheit plötzlich FDP wählt und kurz dahinter dann die Grünen sind. Inwiefern war das für Sie oder
auch als Organisation überraschend, wenn man jetzt vielleicht sagen könnte, dass Sie als Organisation gar nicht mehr einen Großteil der Jugend vertreten oder aber einen Großteil der Jugend Ihnen gar nicht zugehört hat oder vielleicht deswegen die FDP gewählt hat. Also ich glaube, es hat Fridays for Future hat nie für sich in Anspruch genommen, für die gesamte Jugend oder junge Generation zu sprechen. Das ist einfach unmöglich. Also so, wir identifizieren ja jetzt auch nicht alle mittelalten Menschen als mittelalte Menschen und sagen, dafür muss jetzt eine Organisation irgendwie sprechen. Auch da differenzieren sich natürlich Meinungen aus. Ich glaube, was vor allen Dingen, also ich fand es gar nicht so überraschend, also so, dass es so enorm war, vielleicht der Erfolg der FDP unter Erstwählern, ja, dass sie unter Jungwählern generell erfolgreich ist, hat mich persönlich nicht so gewundert. Aus dem Grund, dass, was passiert ist ja bei dieser Wahl, ist, dass CDU und SPD abgewählt wurden quasi von Jungwählerinnen und Jungwählern, weil eben für alle irgendwie klar war, okay, dieser Status quo einfach nur weiterzumachen wie bisher mit minimalsten irgendwie so Tippelschritten, das reicht nicht aus. Und die FDP ist sehr, sehr stark darin, irgendwie eine große Vision aufzuzeigen von, wir wollen alles erneuern und die Zukunft und die Freiheit, die gerade, glaube ich, irgendwie im Zuge der Corona-Pandemie, wo viele, viele junge Leute extrem unzufrieden waren mit der Politik, nicht, weil sie nicht solidarisch sein wollen und sagen, irgendwie, wir tragen zur Pandemiebekämpfung bei, aber weil sie einfach mehr oder weniger vergessen wurden in ihren Bedürfnissen und Interessen. Und da die FDP natürlich irgendwie sozusagen ein starker, starker Gegenspieler war, sich zudem ja auch zumindest sehr stark profiliert übers Klima und sagt, wir haben ein Top-Programm, wir haben das ambitionierteste Programm vor allem, weil wir machen ja den CO2-Deckel, ein total ansprechendes Konzept, total einfach. Leute denken so, ah ja, super, das ergibt hier total Sinn. Gleichzeitig aber die Drastik der Klimakrise damit total runterspielt, indem man denkt, okay, wir haben dieses eine Instrument und damit können wir alles lösen und am besten auch gleich europäisch und international auch noch. Deswegen hat mich das so erstmal gar nicht so gewundert. Die FDP hat nur, was sie ja tatsächlich im Bereich Klima verpasst hat, ist, diesen Anschluss zu nehmen, gerade auch irgendwie als Antwort auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, wo nochmal über Freiheitsrechte zukünftiger Generationen für mehr Klimaschutz argumentiert wurde und gesagt wurde, es ist die Verpflichtung, gesamtgesellschaftlich die Klimakrise einzudämmen, um eben diese Rechte zu sichern. Das ist ja was, das kann man total gut, hätte man total gut auch als Partei, die sich irgendwie liberal und für Freiheitsrechte irgendwie einsetzt oder zumindest so versteht, aufnehmen können und zu sagen, okay, wir machen jetzt wirklich konsequente Klimapolitik. Den Schritt haben sie nicht gemacht, aber irgendwie so in der Außendarstellung, also es hat mich persönlich nicht so gewundert. Wunderbar, vielen Dank. Dann würde ich gleich nochmal übergeben an Herrn Schwenke mit zwei konkreten Fragen. Wie gesagt, wieder mit der Bitte, da möglichst knapp zu werden. Es sind eher beides Fragen, die ich in den Bereich einnehmen würde für PrivatnutzerInnen von erneuerbaren Energien. Das heißt, das eine ist einerseits die Frage dezentrale erneuerbare Energien, insbesondere wahrscheinlich eher PV. Welche möglichen Hürden sehen Sie bei Mietshäusern und wie kriege ich die wieder weg, dass ich quasi dann wirklich auch leichter als MieterIn irgendwie davon profitieren kann? Und das Zweite, wenn ich jetzt mein E-Auto habe und ich will damit nicht nur Strom speichern, sondern ich will eben auch nachts den Strom wieder zurück ins Netz einspeisen und dann von dem günstigen, selbstproduzierten Strom profitieren, wie kann ich das nutzen? Also welche Hürden sehen Sie und wie glauben Sie, kann man das umsetzen, damit die einzelnen Personen, die jetzt kein eigenes Kraftwerk haben, davon profitieren können? Klar, zur ersten Frage, zur PV vor allem. Ich hatte es ja in meinem kurzen Impuls schon gesagt, wir wollen einen enormen Anstieg von PV. Etwa 10 Gigawatt pro Jahr an PV. Das heißt, wir brauchen alle Flächen. Wir brauchen die Flächen nicht nur auf der Freifläche, auf Ackern und an Straßen und so weiter, sondern wir müssen auf die Dächer, nicht nur auf dem Land, sondern auch in die Stadt. Dann komme ich zu Ihrem Punkt. Und da sind halt viele Mieter, da müssen wir das Mietermodell einfach attraktiver machen. Es war bisher zu komplex, zu kompliziert und nicht attraktiv genug. Darum haben viele Vermieter es schlichtweg nicht gemacht. Das heißt also, dieses Mietermodell muss viel attraktiver werden, dass die Dächer gefüllt werden. Denn das ist ja das Ziel. Also wir müssen auf die Dächer und zwar nicht nur ein kleines Modul, sondern komplett auf die Dächer. Das heißt, das muss angereizt werden, dass die Dächer vollgemacht werden. Und dieses Mieterstrommodell muss attraktiver gemacht werden. Allgemein muss es viel einfacher sein, sich eine PV-Anlage aufs Dach zu bringen. Das heißt, die Anmeldung und alles andere, was dazugehört, muss eigentlich mit einer Seite Erklärung erledigt sein. Das heißt, die Herausforderung ist, dass wir bürokratisch so vereinfachen, dass es für jeden erstmal A einfach ist und B auch attraktiv ist. Denn es ist immer noch für einige, vor allem Bestand, eine Herausforderung. Okay, da kommt einer aufs Dach, mein Dach verändert sich, passt das denn überhaupt und so weiter. Das heißt, wenn es dennoch
bürokratisch ist und unattraktiv, wird es weniger gemacht. Das heißt, das ist extrem wichtig für die Entbürokratisierung und attraktiver. Und wir müssen den Eigenstromverbrauch attraktiver machen. Das heißt, viele Menschen wollen einfach selber ihren Strom nutzen. Und da haben wir es geschafft, in der letzten Legislatur zumindest ein bisschen nach vorne zu gehen, dass das auch der Eigenstromverbrauch, das Eigenstromprivileg, das so heißt, das ist verschoben wird auch für größere Anlagen, dass eben tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, man kann seinen eigenen Strom nutzen für seine Wärmepumpe, für sein E-Auto oder einfach nur für den ganz normalen Stromverbrauch, dass auch das möglich und attraktiver gemacht wird. Das ist der ganze Komplex PV, Einspeisung, Einspeisung. Das ist alles die Frage so einer Netzentgeltsystematik. Ne? Wir müssen die Netzentgeltsystematik überhaupt, die ganzen Steuern, Abgaben, Umlagen umstrukturieren, dass halt eine CO2-Reduktion incentiviert wird. Dass wir nicht nur, dass wir im Moment ist es einfach noch, bezahlen ist der Strompreis ja auch deshalb zu teuer, weil über 50% Abgabenumlagen sind und nichts angereizt wird, flexibel mit dem Strom umzugehen. Und das ist eine ziemlich anspruchsvolle Herausforderung. Da gibt es auch bei uns in der Energiewirtschaft unterschiedliche Positionen und unterschiedliche Ansichten. Aber am Ende des Tages wird die Flexibilität eine immense Rolle spielen. Letzter Satz vielleicht zur Flexibilität, warum es so wichtig ist. Wir werden bis 2030 etwa 40 GW gesicherte Leistungen stillstellen. Also Atomkraft, Kohlekraftwerke. Mindestens, wenn es im vorgezogenen Kohle steht, wird es sogar noch mehr werden. Im Moment an gesicherte Leistung wird relativ wenig gebaut. Man muss auch keine 1:1 Ersetzung, Substitution machen, auf keinen Fall. Braucht man auch nicht, weil man die Flexibilitäten nutzen kann. Also abschaltbare Lasten, Wärmepumpen hoch und runterstellen, Elektromobilität, Batterien, Speicher und so weiter. Und diese ganze Komplexität, Flexibilität wird auch eine weitere Herausforderung sein für die nächste Legislatur. Und dazu gehört auch Abgabenumlagen und Netzentgeltsystematik. Wunderbar. Dann eine Frage an Herrn Scheel. Die genannten 28% an Neuzulassung von E-Fahrzeugen haben eben auch relativ viele Plug-in-Hybride, die damit reinziehen, die jetzt nicht ganz so umweltfreundlich sind, um es freundlich zu sagen, in manchen Fällen. Haben Sie eine relevante Zahl für E-Batterien, die Sie nennen? Also wie viele wirkliche reine E-Fahrzeuge gibt es? Wissen Sie das? Also in Deutschland ist die Zahl zurzeit ungefähr halbe halbe. Zu den Plug-in-Hybriden ist zu sagen, dass wir derzeit eine signifikante Entwicklung erleben im Hinblick auf die Erhöhung der rein elektrischen Reichweite der Plug-in-Hybride. Ein großes Element, warum Plug-in-Hybride noch häufiger als es vielleicht gut ist, verbrennungsmotorisch gefahren werden, liegt ja gerade auch daran, dass wir die Infrastruktur nicht haben, um sie aufzuladen, wo die Fahrerinnen oder Fahrer sie aufladen wollen. Deswegen sagen wir, Plug-in-Hybride können einen sinnvollen und signifikanten Beitrag auch zum Klimaschutz im Verkehr leisten, wenn wir sicherstellen, dass sie in ganz, ganz, ganz überwiegendem Anteil, hier reden wir von Anteilen von 70% und mehr, elektrisch gefahren werden. Dazu brauchen wir einmal die höheren elektrischen Reichweiten, die kommen jetzt in den Markt, und wir brauchen aber auch die Ladeinfrastruktur, damit sie immer dann geladen werden können, wenn sie geladen werden müssen, sodass wir dann die Plug-in-Hybride auch im Wesentlichen elektrisch nutzen können. Sie passen halt zu bestimmten Nutzerbedürfnissen besser als reine batterieelektrische Fahrzeuge, zumindest zurzeit. Frau Metz, wenn ich es richtig gesehen habe, haben Sie den Kopf geschüttelt. Das heißt, ich würde Ihnen einfach gleich direkt das Wort erteilen. Ja, vielleicht ein plakatives Beispiel von der IAA. Mercedes hat gerade den Hochleistungs-Plug-in-Hybriden vorgestellt. Die elektrische Reichweite, das ist das neue Fahrzeug der IAA, 12 Kilometer. Herr Scheel, ich glaube, da müssen Sie wirklich noch mal viel tun, was die elektrische Reichweite angeht, damit da wirklich irgendwo man glauben kann, dass das irgendwie den Klimaschutz nutzt. Im Moment macht es genau das Gegenteil. Und das finde ich ehrlich gesagt, schockiert mich das auch immer wieder. Da kommt man nochmal zurück auf die wissenschaftliche Grundlage oder einfach die Fakten, die kann man sich ja bei diesen Fahrzeugen anschauen. Das ist einfach ein Marketing-Trick, um weiterhin Verbrenner massiv auf die Straße zu bringen. Das schaffen Sie damit auch ganz wunderbar. Damit sorgen Sie aber natürlich gleichzeitig dafür, dass die Verkehrsemissionen nicht sinken. Also das ist einfach Augenwischerei. Das hat natürlich auch das Ausland schon erkannt. Die Förderungen für Plug-in-Hybride in Großbritannien oder in den Niederlanden sind lange eingestellt worden, weil man genau diese Problematik erkannt hat. Und nochmal, die Infrastruktur, VW
hat in Amerika die Auflage gekriegt, aufgrund des Dieselskandals gab es Auflagen, was sie tun müssen. Ja, dort haben sie eine ganz wundervolle Infrastruktur aufgebaut. Die funktioniert sogar anders als im Übrigen das, was hier in Deutschland aufgebaut wurde, außer Tesla, die haben das ja auch gemacht. Und die funktioniert auch. So, also da stelle ich Ihnen einfach mal die Frage, diese Infrastruktur, dafür muss die Automobilindustrie sorgen. Und wenn Sie ein echtes Interesse daran haben, dass Sie Ihre Plug-in-Hybride wirklich, sage ich mal, klimafreundlich betreiben, dann sorgen Sie für eine ordentliche Infrastruktur an der Stelle. Vielleicht darf ich dazu noch kurz was sagen. Ganz kurz, ja. Zunächst für Plug-in-Hybriden, es ist immer gut, nicht sozusagen in die Nische zu gucken, sondern in die Breite. Und in der Breite sehen wir, dass die rein elektrischen Reichweiten sich deutlich ausweiten. Stichwort Ausland, es ist doch interessant, dass das California Air Resources Board, wahrlich kein Freund unserer Branche in der Vergangenheit gewesen, gerade vorschlägt, im Rahmen ihrer Zero Emission Policy für 2035 Plug-in-Hybride weiter zuzulassen, und zwar aus dem Grund, dass Plug-in-Hybride es ermöglichen, hier Mobilität auch für schwächere Einkommensschichten zu ermöglichen, die sich nur ein Fahrzeug leisten können, trotzdem aber lange Strecken fahren wollen. Das ist ein Vorschlag in Kalifornien unter der Voraussetzung, dass man erhebliche rein elektrische Reichweiten hat, erster Teil, und zweitens auch erhebliche rein elektrische Fahranteile hat, zweiter Teil, aus unserer Sicht sinnvoll. Und was die Infrastruktur betrifft, wir tun unseren Teil, die Branche baut mit Ionity ein europaweites Schnellladenetz auf. Die Branche baut in erheblichem Umfang an entsprechenden Standorten auch Ladesäulen auf. Wir unterstützen Partner in verschiedenen anderen Branchen, auch in der Mineralindustrie in diesem Bereich. Klimapolitik ist aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe gehört auch eine Infrastruktur, die herstellerübergreifend ist, und deswegen glauben wir, dass auch der Ausbau der Infrastruktur eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, zu der wir unseren Teil leisten. Danke. Ich glaube, Herr Schwenke wollte auch etwas dazu sagen. Ich würde Sie trotzdem bitten, da kurz zu halten, aber ja. Ganz kurz, weil die Ladesäule ja schon mehrfach erwähnt wurde. Also einmal, das hatten Sie, Frau Metz, auch in Ihrem Impuls gegeben, die Ladesäulen sind komplett unwirtschaftlich. Der Bau und der Betrieb ist absolut unwirtschaftlich. Darum werden sie zurzeit noch subventioniert. Wir als Energiewirtschaft bauen trotzdem fast 80% der Ladeinfrastruktur. Es sind also wir, die in Vorleistung getreten sind. Und deshalb appellieren wir immer an die Automobilwirtschaft, baut endlich, bringt mehr E-Fahrzeuge auf die Straße. Dann brauchen wir nämlich nicht mehr Subventionen für die Ladesäule, weil dann tragen sie sich von sich selber. Das ist der Unterschied zu einer Tankstelle. Das muss man schon mal sehen. Also wir alle müssen daran viel arbeiten und die Automobilbranche vielleicht vorneweg, dass wir viele E-Autos auf die Straße bringen. Wie gesagt, wir rechnen mit 15 Millionen und dann wird A, die Ladesäule auch attraktiver sein, dann muss sie nicht mehr subventioniert werden und dann werden natürlich auch viel, viel, viel mehr da stehen. Aber wie gesagt, im Moment sind wir als Branche in die Vorleistung getreten, 80% betreiben wir und die meisten funktionieren auch sehr gut. Vielleicht ganz kurz, die Gewinnmargen der Automobilindustrie sind so groß, dass man vielleicht davon was finanzieren könnte. Vielleicht eine Idee. Und Infrastruktur zu finanzieren, ja, super Idee. Wenn es ÖPNV ist, Radverkehr, Fahrradverkehr, Fußgänger, da brauchen wir das. Dann brauchen sie nämlich keine zwei Fahrzeuge, weil dann reicht vielleicht eins oder sie brauchen gar keins mehr, weil sie dann nämlich mit Bus und Bahn genauso weit und schnell vorankommen. Ich würde da dann können wir weitergeben an Frau Remsma erstmal nochmal mit einer Frage. Und zwar kam im Chat die Frage, wie kann man vermitteln, dass kluge Verbote Freiheiten schaffen können? Als Beispiel irgendwie Rauchverbote, Waffentragungsverbot. Das sind ja Verbote, die eingeführt wurden, die im Nachhinein mehr Freiheiten bringen. Wie kann man die Gesellschaft dahin bringen? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Aufgabe an die gesamte Gesellschaft und vor allen Dingen auch an verschiedenste Akteure mit Glaubwürdigkeit. Denn wir haben irgendwie gerade die Situation, dass es vor allem irgendwie vielleicht viele Umweltverbände oder Gruppen sind, die über Verbrennerverbote und autofreie Innenstädte oder so sprechen. Jetzt zwei Beispiele. Gerade Thema Auto, glaube ich, was, wo Leute sehr, sehr viel Gedanken sich um persönliche Freiheit machen. Anders als jetzt bei einem Ölheizungsverbot ist, glaube ich, die Sorge vor irgendwie sozusagen genau, der Einschränkung sehr, sehr viel geringer. Und das heißt, wir müssen auf der einen Seite mal ehrlich über die Klimakrise sprechen. Das hat sich, glaube ich, in den letzten paar Jahren auf jeden Fall schon gewandelt, wenn man sich anguckt, in welcher Häufigkeit gesamtgesellschaftlich und öffentlich beispielsweise Klimakrisenfolgen diskutiert werden, irgendwie, dass Studien nicht mehr nur noch Fachpublikum irgendwie in Journals erreichen, sondern tatsächlich auch in der breiten Öffentlichkeit irgendwie diskutiert werden und medial auch aufgegriffen werden. Gleichzeitig muss es aber über diese Folgen der Klimakrise hinausgehen. Und wenn wir zum Beispiel, also so brauchen wir andere
Akteure, die irgendwie sozusagen zusätzlich, glaube ich, auch zu Umweltgruppen genau das vorbringen können mit einer Glaubwürdigkeit nochmal, und das ist irgendwie eine Wissenschaft. Das sind aber auch politische Parteien, die nicht permanent nur darüber sprechen, was wir alles nicht tun können, sondern auch darüber, was wir machen müssen, was auch die Vorteile sein können von beispielsweise Verboten. Gerade Bereich Verkehr ist, glaube ich, was, wo sich alle Leute natürlich auch sehr, sehr berechtigterweise sorgen, nicht um ihr Auto unbedingt, aber um ihre Mobilität und die damit einhergehende Freiheit irgendwie machen. Gleichzeitig einmal zu sprechen, okay, was heißt das eigentlich, dass wir irgendwie viele Leute haben, die auch das Gefühl haben, sie können in einer Stadt wie Berlin nicht sicher Fahrrad fahren, irgendwie, die ihre Kinder nicht alleine mit dem Fahrrad losschicken wollen, weil sie sagen, die Infrastruktur ist zu unsicher, weil die Autos werden zu groß, zu schwer, zu schnell. Genau, und ich glaube, das ist ganz, also wie viele Sachen im Bereich Klimakrise, eine große Kommunikationsfrage und auch, wer spricht wie, wer ist wie glaubwürdig. Denn solange es nur Umweltgruppen voranbringen, reicht das nicht aus, um ein Vertrauen in der Gesamtbevölkerung zu erreichen. Das sehen wir einfach immer und immer wieder. Wunderbar, vielen Dank. Dann würde ich jetzt als letzte Frage nochmal an Claudia Kempfert übergeben. Und zwar kam nämlich die Frage aus, bis jetzt wurden nur Maßnahmen angesprochen, die auf technische Lösungen setzen. Reichen diese technischen Maßnahmen, Stichwort grünes Wachstum, oder muss auch das Verhalten sich ändern? Und wenn ja, wie kriegen wir die Leute dahin, dass sie ihr Verhalten ändern? Naja, also die Lösung für die Klimakrise ist gesamtgesellschaftlich und auch umfassend, und da bringt es immer wenig. Man zeigt so mit dem Finger auf Einzelne, die Industrie, dann auf die Verbraucher, aber auf die anderen, sondern wir müssen es als gesamtgesellschaftliche Lösung sehen. Das heißt, wir brauchen Rahmenbedingungen, damit die Industrie investiert. Das haben wir ja eben gehört im Automobilbereich oder auch in der fossilen Industrie, dass man umstellt auf erneuerbare Energien. Aber es geht eben auch darum, dass wir diesen Ansatz, dass wir diese Bereiche, die wir wissen, die schlecht wachsen, in Anführungsstrichen, also das Wachstum, was uns schadet, was dem Planeten schadet, der Umwelt schadet, dass man das nicht mehr weiter fortführt, sondern dass wir nur die Dinge tun, die uns gut tun, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da geht es eher in Richtung Gemeinwohlökonomie, in postwachstumsorientierte Vorsorgeökonomie, jetzt vom Ansatz her, jetzt für das Fachpublikum, als dass wir jetzt immer noch diese vergangenen Fehler wiederholen. Also ein Trick der fossilen Lobbyisten in der Vergangenheit war ja immer zu sagen, wir müssen es runterbrechen auf einzelne Individuen. Was machst du täglich für deinen Klimaschutz, um sich dann, um die Leute beschäftigt zu halten, aber ihre Verantwortung selber sich da rauszuziehen. Und da müssen wir wirklich von weg, sondern hier auch eine breitere Diskussion haben, ohne dass wir jetzt uns wieder 15 Jahre mit Systemfragen beschäftigen. Die Zeit haben wir nicht, sondern wir müssen jetzt sehr viel gleichzeitig tun. Viele Punkte wurden heute Mittag ja angesprochen, aber auch gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass die schädlichen Bereiche, die wir haben in der Ökonomie, wirklich abstellen und das umorientieren in eine Richtung, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, auf Umweltschutz und auch auf Klimaschutz. Wunderbar, dann danke ich vielen nochmal für die gesamten Inputs. Ich entschuldige mich auch bei den anderen Personen, die Fragen gestellt haben, die wir jetzt nicht mehr behandeln können, weil es einfach zu viele waren und eine Stunde dann eben doch nicht ausreicht, um so viele verschiedenste Themen zu behandeln. Wir haben uns bewusst nicht auf einen Sektor fokussiert, sondern haben gesagt, wir wollen über Wärme sprechen, wir wollen über den Verkehrssektor sprechen, wir wollen über Strom sprechen, weil das im Bereich Sektorkopplung ja auch immer zusammenhängt. Ich erlaube mir noch einen ganz kurzen Mini-Werbeslot sozusagen, weil wir uns ja quasi im Rahmen einer größeren Konferenz eigentlich gerade befinden, wo natürlich auch alle eingeladen sind, gleich weiterzumachen. Wir haben heute Vormittag schon zum Kohleausstieg uns unterhalten, wir haben zur Sektorkopplung uns unterhalten und wir machen gleich weiter irgendwie, was bedeutet das auf europäischer Ebene, CO2-Preis, viel genannt worden, Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung macht diverse Forschung dazu, die wir gleich noch weiter diskutieren werden. Das sind alle öffentliche Diskussionen und wir stellen gleich noch in den Chat den Link rein für das nächste Zoom-Termin in einer Viertelstunde. So viel quasi nur dazu nochmal kurz als letzter Werbeslot. Das Video, das wir aufgezeichnet haben, stellen wir später auch bei YouTube rein. Das werden wir auch nochmal verlinken. Wer nicht genau weiß, wo er den Link findet, kann uns auch immer anschreiben. Dann vermitteln wir das. Das ist natürlich auch kein Problem. Und
Ansonsten würde ich gerne abschließend mich auch nochmal bei allen bedanken, die das organisiert haben und bei allen, die sich die Zeit genommen hatten. Wir hatten zwischenzeitlich 80 Personen, die zugeschaut haben, was, glaube ich, eine ganz gute Quote ist. Da freue ich mich sehr. Ich denke, das Interesse ist groß und würde nochmal enden mit einer letzten Abschlussfrage in die Gesamtrunde, wo ich einfach nur bitten würde um Handzeichen, quasi Daumen hoch, heißt ja, Daumen runter, nein. Haben wir dieses Jahr noch eine neue Regierung oder dauert es bis nächstes Jahr? Also wer glaubt, dass es dieses Jahr noch eine neue Regierung macht, Daumen hoch, und wer glaubt, dass wir dieses Jahr keine haben werden, Daumen runter. Das ist quasi so ein Stimmungsbild, wunderbar. Das heißt, wir sind zumindest alle optimistisch, je nachdem, wie man es dann nehmen würde, dass wir dieses Jahr noch eine Regierung haben werden, welche Farbe sie dann haben wird und ob man damit dann persönlich zufrieden ist oder nicht. Das sei jeder Person selber überlassen. Das wollen wir heute nicht diskutieren. Aber insofern wünsche ich allen noch einen schönen restlichen Mittwochnachmittag und eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal. Danke.